Habe ich hier vielleicht noch irgendwas übersehen? Hier oben wäre noch was. Ein dorisches Schwert, Fell eines weißen Wolfes, Nägel und nochmal zwei Schema. Oh, hier unten geht's. Ne, da geht's nicht auch noch rein. Das dachte ich, hier geht's auch rein. Aber hier unten ist noch was. Noch ein paar Lederbänder. Und hier ist noch eine fette Kiste mit Silbererz. Na okay, dann würde ich sagen, wir rufen mal Plötze hier runter. Und machen uns auf den Weg zu dem Priester. Aber da war doch auf der Karte war doch noch ein... Genau, da vorne. Das können wir uns noch anschauen. Ständige Sorge für Anwohner. Okay. Oder unten ist gleich ein Gegner. Was ist das? Banditen auf dem Pferd? Sollen wir den mal auf dem Pferd? Hä, der macht ja gar nichts. Ich kann nur... Oha, that's it. Oha. Ich kann mit, anscheinend mit Axi, kann ich mein Pferd beruhigen, so wie es ausschaut. Wenn es in Panik verfällt, kann es sein. Kann das sein, dass man das Pferd damit beruhigen kann? Ich weiß es nicht. Okay, es sind anscheinend einige Pferde. Hier ist noch eine Kiste. Ah, den kann ich benutzen. Ich muss auch einen Ticken nach rechts. Das muss doch hier gleich um die Ecke sein. Da vorne ist noch irgendwas. Noch ein Bandit. Mal schauen, ob man den mit Art vom Pferd runterholen kann. Ja, nett. Ist ja keine so große Herausforderung gewesen. So, ist das hier jetzt der Ort? Ja, da vorne ist irgendwas. Uiuiui, da sind aber ganz schön viele. Ist das ein Banditenlager? Ein Händler ist da auch. Okay, dann gehen wir mal nach vorne und räumen da auf, würde ich sagen. Person in Not. Wow. Alter, what the fuck, die sind ja voll stark. Alter. Ey, das kannst du ja voll vergessen. Es tut mir wirklich sehr leid, ich würde dir sehr gern helfen, aber ich kann es nicht. Ich bin zu schwach. Komm schon, Blötze, wir hauen ab. Blötze? Hast du dich clever gegen neben dem Baumstamm geparkt, damit ich auch ja nicht aufmounten kann? Okay, das finde ich jetzt eigentlich schade. Ich hätte dem echt gern geholfen, aber die... Allein der Pfeil, den er gerade geschossen hat, hat ja schon übelsten Schaden an mir gemacht. Alter, diese Gegend hier ist echt ein einziges Schlachtfeld. Das ist ja echt abartig. Das ist echt nicht mehr normal. Heya! Guten Tag. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? Warum hat noch jemand die Leichen verbrannt? Ich habe mich um die Gräber gekümmert. So, ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Nee. Ich will... Nee, ich lass mich nicht von dem Spacko bestechen. Du kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen.
Ah, eine Sackgasse. Dann ist es wohl das Billigste, dich zu töten. Drei gegen einen, das schaffen wir. Hexer oder nicht. Auf ihn! Du wirst keinen Teufelsbrot! Mir gar nichts entgegenzusetzen. Scheiterhaufen statt Begräbnis. Abgeschlossen. So. Genau, jetzt gib mir erstmal mein Geld. Vielen Dank. Es tut mir leid, Plötze, dass du das mit anschauen müsstest. Und was machen wir als nächstes? Das ist jetzt so die Preisfrage. Hier hinreiten? Oder sollen wir jetzt einfach mal... hoppla, das wollte ich gerade gar nicht. Wo ist denn die Quest, wo wir eigentlich hin müssen? Eigentlich müssen wir hier hin. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Wir haben jetzt hier natürlich keinen Quick-Travel-Punkt in der Nähe. Das heißt, wir müssen jetzt diesen langen Marsch auf uns nehmen und da runterreiten. Aber vielleicht finden wir ja noch ein paar schöne Sachen auf dem Weg. Auf geht's, Plätze. Hip hip hurra! Über das Schlachtfeld. Was sind das denn für Leute? Langsamer. Hallo? Seid ihr Flüchtlinge? Oder was ist mit euch los? Zwielichtiger Händler. Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Passierschein A38? Was bringen mir denn diese Passierscheine? Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panther. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich hab noch ein paar zu verkaufen. Ich will doch gerade gar nicht darüber. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Ich will doch gar keinen kaufen. Nein, danke. Hey, halt mal. Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Wie wär's, du schenkst es mir? Naja, frag mal. Vielleicht brauchen wir den Passierschein. Was für Arbeit? In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Scheiße. Das kann ich jetzt nicht benutzen, ne? Kann ich es trotzdem auswählen? Nee. Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Okay, das heißt, wenn ich jetzt... Eigentlich hätte ich das ruhig mal skillen können, ey. Wo waren das nochmal? War das bei den Zeichen? Täuschung, hier. Vielleicht soll ich das beim nächsten Mal mal skillen. Ich glaube, das mache ich. Hoffentlich vergesse ich das nicht. wo wäre denn die Quest? Kann ich mir das jetzt... Kann ich hier irgendwie die Quest direkt wechseln, oder? Falsche Papiere. Okay, das wäre direkt hier unten. Ach, dann reden wir halt mal mit dem Schwager. Weiter so, Plätze.
Hallihallo. Was? Soll ich dir jetzt beim Kämpfen helfen oder soll ich mit dir reden? Ja, du willst anscheinend nicht mit mir reden, ne? Aber ihr wollt auch nicht kämpfen. Hallo, da vorne sind die Gegner. Alter, what the fuck? 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 Schaffen wir die vielleicht, weil wir zu mehr sind? Aber die gehen ja nur auf mich. Ich hüpfe einfach ein bisschen rum. Alter, die krieg ich doch nie im Leben tot. Wahrscheinlich stirbt sein Schwager jetzt da drüben. Meine schweren Angriffe machen mittlerweile fast weniger Schaden, oder? Die machen 120, meine normalen. Die schweren machen, glaube ich, 130. Oh, jetzt kommt der zweite auch noch. Ja, wenn der zweite kommt, wird es ein bisschen kritisch. Probieren wir es mal mit Igni. Hä? Bist du jetzt gegen mich oder was? Naja, Art war glaube ich doch besser. Nein, nicht regenerieren! Nicht regenerieren! Das ist so unmöglich, kann man diese Regeneration irgendwie stoppen? Jetzt permanent. Warte mal, ich habe eine Idee vielleicht. Hat das die Regeneration auch? Ne, das bringt auch nichts. Weil der regeneriert sich einfach wieder hoch, das ist doch unmöglich. Wenn sich jedes Mal wieder hochregenerieren, dann hat es ja eigentlich keinen Sinn. Ne, dann hau ich ab. Das hat ja dann echt keinen Sinn, wenn die sich hochregenerieren. Und ich habe auch gerade keine Ahnung, wie ich das irgendwie unterbinden könnte, deswegen... Lass mal es einfach sein. Und machen uns wieder auf den Weg zu den Nilfgaarden. Homeboys. Plötze, kommst du her? Plötze, du sollst dich ja vorne im Kreis laufen, du sollst herkommen. Oder hast du gar zu viel Pferdepanik? Okay, Plötze hat gerade anscheinend zu viel Panik. Dann rennen wir halt selber weiter. Es tut mir jetzt echt leid, ich hätte die voll gerne bekämpft. Die wären auch definitiv möglich gewesen, aber wenn die sich hochheilen, so viel Schaden kann ich nicht machen. So viel Schaden kann ich definitiv nicht machen. Ach Plötze, komm doch einfach zu mir. Und dann komme ich zu dir und dann rennst du weg. Willst du mich eigentlich verarschen? Aber auch Plötze, wir machen einen Abflug.
Das war jetzt echt schade. Und gleich die nächste Quest. Mann, man kommt ja nicht von A nach B. Wildhunde. Hallo, mein Freund. Hallo? Kommt raus, ich tue euch nichts. Wann hast du zuletzt was gegessen? Vor einer Woche. Ein halbes verkohltes Eichhörnchen. Sehr lecker. Eine Handvoll Beeren. Warum seid ihr nicht bei euren Eltern? Was macht ihr hier alleine? Wo sind eure Eltern? Die Schwarzen haben sie getötet. Aber manche von uns wurden auch so rausgeworfen. Zu viele Mäuler zu stopfen, hieß es. Dann helfen wir denen doch. Lasst mich euch etwas geben. Hier, teil es mit den anderen. Danke. Hier für dich, weil du nett bist. Jemand hat meine Puppe geklaut. Neuen Gegenstand erhalten, Puppe. Jemand hat meine Puppe geklaut und wir haben die Puppe. Im Tierpelz. Schwalbe. Alles klar. Okay, einen halben Weg haben wir schon. Mal unterwegs super. Noch eine gute Tat vollbracht. Nachdem wir den Geistlichen einfach abgeschnetzelt haben. War das jetzt die gute Tat des Tages, dass wir... Ein Fremder, dort drüben habe ich ihn gesehen. Was? War das die gute Tat des Tages, dass wir jetzt einfach diesen Kindern geholfen haben? Hallo? Ich geb sie nicht auf, nie im Leben! Ihr Gekrieke wird uns verraten und dann töten sie uns alle! Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden! Okay, bevor wir die Anschlagtafel legen, würde ich sagen, gehen wir erstmal da rein und reden mit unserem... mit unserer Verbindung. Hallo, lieber Wirt. Ich würde gerne mal kurz mit dir reden. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Jawohl, erstmal so einen kurzen reinbratzen. Wie sauen die jetzt ab? Bleib doch da, ich wollte jetzt eine fette Fete schmeißen. Muss verschwinden! Zur Hintertür raus! Warum denn? Erwartest du Besuch? Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Eins für dich und eins für deinen Freund. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Nee, die sind unfreundlich. Jemand, der bei seinem Schnaps nicht gestört werden will. Sieh einer an. Wir haben einen richtigen Kavalier unter uns. Willst eine Stiefelpolitur, Herr? Nein, danke. Der Dreck ist zu schade für deine Hände. Bolo, hast du das gehört? Verschwindet oder ich töte euch. Verdammt, das reicht. Jetzt alle zusammen! Jetzt! Tanzt das Brot! Weiter, weiter. Das ist immer scheiße, wenn man den Falschen im Target hat. Hallo. Hallo, mein Freund. Alter, ich hab...
Weißt du nicht, was geschieht, wenn der Baron von diesem Massaker erfährt? Das Dorf, er wird es niederreißen, bevor jemand sagen kann, dass es ein reisender Mutant war. Er hat eine eiserne Faust. Toll, das hättest du mir auch vorher sagen können, Kollege. Wo ist Hendrik? Bist du taub? Verstehst du nicht? Der Baron wird das nicht durchgehen lassen. Beruhige dich. Euer Baron ist kein Trottel. Er wird wohl kaum glauben, ihr Einwohner hättet seine Männer mit Feldwerkzeug niedergemacht. Wo ist denn nun Hendrik? Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Was weißt du über Hendrik? Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Nimm den Hinterausgang. Es sind noch mehr Männer des Barons im Dorf. Kein Grund, sich um mich zu sorgen. Besser, du machst keinen Ärger mehr. Ist besser für dich und für mich. Okay. Anfängerwaffenreparatur. Okay. Würde ich sagen, nehmen wir doch den Hinterausgang. Hä? Was ist denn jetzt dein Problem, Kollege? Alter, der hat aber einen ganz schön fetten Hammer am Start, ey. Komm schon, komm näher. Alter, ich hab mir gerade geblockt. Ist das der Hinterausgang? Ich nehme einfach mal an, dass das der Hinterausgang ist. Da vorne sind tatsächlich noch mehr Banditen. Ich will aber noch die Anschlagtaten. Na ja, komm. Wenn die Dudes das unbedingt wissen wollen. Tanzt das Brot. Hä? Ich stehe seitlich neben dem und erwischt mich. So. Ich will nämlich noch dieses Anschlagbrett hier lesen. Ah, da ist wieder das gleiche wie vorhin, oder? Das kann ich ja eh nicht lesen. Anzeige, ihr seid hiermit gewarnt, dass jeder mit einem produzierenden Milchkuh verpflichtet ist, diese vor dem Wochenende nach Krähenfels zu bringen, auf wessen Hof wir danach noch eine Milchkuh finden, der erhält auf der Stelle 50 Peitschenhiebe. Und wir nehmen ihm weg, was wir ertragen können. Wer Leute meldet, die Milchkühe verstecken, bekommt einen Sack Getreide. Das Ahnenfest rückt näher, bald schon kommt das Ahnenfest. Geplagte Seelen, die nach dem Tod bisher keine Ruhe fanden, hungrige Gemüter, verängstige Geister, bald werden sie unter uns wandeln. Aber wir werden Masken schnitzen und sie mit Gesang gebeten und das kommt mir auch bekannt vor. War das vorhin auch schon gehangen? Ich sollte mir mal ein besseres Erinnerungsvermögen beschaffen. Warnung, in einsamen Wäldern sind Schreie weit zu hören und Schatten reichen weit. Meidet also das finstere Unterholz, mein Kind, damit dich auch nichts Wildes frisst. Okay. Vermisst, Mikkel. Mein Bruder Mikkel wird vermisst. Wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann, was ihm zugestoßen ist, soll großzügig belohnt werden. Auch beim Baron werde ich ein gutes Wort für denjenigen einlegen. Ich bin in der Taverne am Scheideweg zu finden. Bruno. Haben wir jetzt die Quest für den Bruno? Schon wieder ein vermisster Bruder. Dann gehen wir nochmal kurz... Ach, das war der Typ, der da gerade gehockt war. Ich habe mich um deine Störenfriede gekümmert, Kollege. Wahrscheinlich wird der Baron hier echt alles kaputt machen, aber... Das kann man noch nicht durchgehen lassen, diese Tyrannei. Ein Hexer? Und keinen Moment zu früh. Ich bin wegen des Auftrags hier. Du hast einen Auftrag für mich? Ja, es geht um meinen Bruder Mikkel. Der ist schon seit einer Woche mit den Frauen aus Bella in den Bergen. Mhm. Frauen aus Bella? Bella war ein reiches Dorf, bis der Krieg kam. Da brannten die Hütten, die Vorratskammern wurden geplündert und die Männer eingezogen. Die Frauen mussten zusehen, wie sie alleine ohne Essen und Obdach klarkommen.
Niemand wollte sie. Die Redanier haben sie nicht nach Novigrad gelassen. Darum hat Mikkel sie in die alten Minen gebracht, damit sie wenigstens aus dem Regen raus sind. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Reden wir über die Belohnung. Ich könnte mich der Sache annehmen, wenn du mehr zahlst. Uiuiui, da gibt's ja einiges. Schlagen wir mal auf 300 auf, oder? Das Leben meines Bruders steht auf dem Spiel. Da kann ich nicht knausern. Top! Ich suche nach deinem Bruder. Na schön, ich suche nach deinem Bruder. Woran erkenne ich ihn? Das ist nicht schwer. Er ist der einzige Mann in einer Frauengruppe. Bei Leichen kann man nicht unbedingt immer das Geschlecht erkennen. Leichen? Das nimmst du zurück. Die haben sich bestimmt nur verlaufen. Aber wenn es zum Schlimmsten kommt. Nun, er hatte Kalbslederstiefel von Meister Holzschuh an. Ich habe ihm gesagt, dass er sie in den Bergen nur ruiniert. Aber er war so stolz darauf. Das müsste reichen. Danke. Okay, finde den vermissten Bruder in der Mine nahe der Taverne am Scheideweg. Das ist eine rote Quest, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Was ist das? Achso, das ist das mit Triss. Das ist das mit Ding, okay. Nebenquest, falsche Papiere, wildes Herz. Hexeraufträge. 33! Deswegen gab es so viel Gold. Das ist ja abartig, das kann ich ja nie im Leben machen. Ja, ich würde sagen, wir suchen erstmal den Typen. Oder wildes Herz, wo wäre denn das auf der Karte? Oh, das ist schon ein Stück weg. Das ist schon ein Stück weg. Dann suchen wir lieber den Typen. Wir sind ja auch kurz vor Level 4, sehe ich gerade. Ja. Okay, dann schauen wir mal auf der Karte, wo der ist. Können wir irgendwo quick traveln? Nee, wir können nur hierhin quick traveln, aber das bringt uns ja nichts. Das heißt, wir reiten jetzt erstmal rüber zu der nilfgaardischen Verbindung. Das ist nicht mein Pferd. Der Wind das heult. Ist auch nicht mein Pferd. Das hier ist mein Pferd. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg.